Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin's wieder für euch. Heute, ja, spielen wir mal wieder LKW-Simulator. Das haben wir ja echt schon ewig nicht mehr. Einmal habe ich schon ein Video gemacht, aber heute machen wir mal wieder ein neues Profil hier. Und genau, werden LKWs kaufen und LKWs halt herumfahren. By the way, wie findet ihr eigentlich hier meinen neuen Avatar im Video? Den werde ich jetzt wahrscheinlich öfter benutzen. Genau, und ich würde sagen, wir legen dann gleich mal los. So, also hier sind wir genau hier drin. Und genau, jetzt mal gucken, wie nennen wir uns? Wir nennen uns YouTuber, genau, YouTuber. Nein, wir sind ein Mann und jetzt hier unseren Avatar. Mal gucken, wir gucken von unten. Ja. Ja, guck mal, hier so eine gelbe Jacke. Das sieht doch schon gut aus, aber der sieht nicht wirklich cool aus. Der sieht nicht so nach LKW-Fahrer aus, finde ich. Ja. Welchen nehmen wir denn mal? Welchen nehmen wir? Der hier, der sieht doch nach LKW-Fahrer aus. Der ist perfekt als LKW-Fahrer. Was ist unser bevorzugter LKW? Ich würde sagen, wir nehmen mal den Mercedes natürlich. Unser Logo, wir nehmen mal dieses mit dem Feuer. Das sieht ganz cool aus. Ja, wie soll unsere Firma heißen? Laden. Oh, das war mein Handy. Crusher. GmbH, Ladencrusher GmbH minus LKW, okay, das ist zu lang, dann einfach nur Ladencrusher LKW nennen wir uns, genau, Sprache Deutsch und erstellen, jetzt, okay, achso, jetzt YouTuber, okay, jetzt noch Mods einrichten. So, mit den Mods bin ich jetzt auch fertig. Wie ihr seht, das sind hier 49 Stück. Ja, bisschen viele, aber egal. Gut, dann würde ich mal sagen, wir gehen gleich rein. Okay, ja, ich spiele mit... Ja, soll mit Tastatur oder soll ich jetzt noch mein Lenkrad holen? Wir spielen mit Tastatur. Genau, kein Bock. Genau, wir machen die einfache Automatik und fertig. Let's go. Wann kommt denn hier was? Warum schwarzer Bildschirm? Ich hasse schwarze Bildschirme, Leute. Jetzt kommt was. Da hat er auch schon fertig geladen. Okay, wähle eine Stadt. Welche? Sollen wir Hamburg nehmen? Oder ja? Ja, lass mal Hamburg nehmen. Ich mag Hamburg. Das ist, glaube ich, meine Lieblingsstadt in Deutschland. Hamburg gibt's halt so viel. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es bei einigen von euch auch so ist. Vielleicht wohnen ja sogar welche von euch in Hamburg. Genau, ja, das Tutorial machen wir natürlich. Ich kenne das zwar schon, aber wir machen es einfach mal trotzdem. Genau. So, nun mach mal. Warum? Och, der lädt schon wieder. Mann. Ach, er lädt wirklich schon wieder. Ach so. Ach, das ist der erste Auftrag. Dafür kriegen wir, wie man hier sehen kann, 361 Euro. Ja, okay. Wir transportieren Ölfilter von Hamburg nach Hamburg auch. Okay, okay, ja. Das finde ich gut, ne? Es ist jetzt Montag, 10 Uhr. Okay, dann let's go. Oh, ich hasse diesen Black Screen. Ich hasse ihn, Leute. Okay, jetzt geht's, glaube ich, los. Könnte jedenfalls sein. Willkommen beim Euro Truck Simulator. Gut. Ja. Endlich hast du eine Chance auf deinen Traumjob, das Fahren eines LKWs. Das ist zwar nicht mein Traumjob, aber egal. Weiter geht's. Okay. Deine eigene Transportfirma hat nun ihre Pforten geöffnet. Leider fehlt dir aber das Kapital für einen LKW. Bis auf Weiteres wirst du daher als Angestellter für andere Speditionen arbeiten müssen. Ja, das kennen wir schon. Und irgendwann kaufen wir uns dann unseren eigenen. In einem anderen Spiel, also auch in dem Spiel, aber mit einem anderen Profil, habe ich auch mal so einen Mod verwendet, da... das darf ich auch eigentlich gar nicht sagen. Da macht man halt so, da kann man von den Aufträgen halt so bis zu 1 Million Euro oder ja, in dem Spiel 1 Million Euro halt verdienen. Genau, aber das habe ich hier jetzt einfach mal nicht aktiviert, damit es realistischer wirkt. Dein Auftrag ist es, eine Ladung Ölfilter für RT-Lok sicher zur Entladestelle nach Hamburg zu bringen. Dein Arbeitgeber hat dich
mit einer Zugmaschine ausgestattet und wird sämtliche Spesen tragen. Also, fahre sorgsam und sei pünktlich. Okay, sei pünktlich. Das werden wir mal versuchen. Gut, weiter geht's. Ach, der muss doch jetzt wieder laden, oder? Der muss doch jetzt wieder laden, Leute. Der muss doch jetzt wieder laden. Safe? Okay, er lädt. Er lädt wirklich wieder. Okay, da sind wir. Drücke E. Okay. E. Okay, der Motor startet. Gut, WASD steuern, das habe ich mir schon erst gedacht. Gut, Innenansicht, zwei Verfolgeransicht. Gut, ach, wir haben so einen Container wieder. Okay, dann 3 hat die Obenansicht, die mag ich auch irgendwie nicht so. 4 ist dann die, 5, 6, 7, 7 ist Verfolger, glaube ich, oder so. 8 und 9 ist dann wieder Innenansicht. Gut, okay, Eingabe drücken. Drehansicht, 4, 5, 6, 7, 8, 9, okay, fertig. F1 ist Pause, gut, so, und fortfahren, okay, fortfahren, und 10er Tastatur, okay, F6, okay, 7, ah, okay, ich habe es jetzt gecheckt, glaube ich. Ja, Spiel, wann kann ich denn hier endlich mal weitermachen? Also, bin ich doof, ich muss F1, hey, ja, Junge, hä, kann ich auch Pause drücken? Oh, ich kann auch Pause, das fällt mir gerade erst auf. Oha, ich kann einfach auf Pause drücken. Okay, hallo, wie kann ich jetzt hier, oh. Okay, Tutorial schließen, hört sich doch gut an. Okay, dann legen wir gleich mal los. Wir bleiben einfach mal in der Ego-Perspektive. Oder sollen wir so? Nee, die Ego ist besser. Damit kann man, glaube ich, besser fahren. So, F5. Och, jetzt bin ich... Oh, Hilfe, hallo. Okay, das müssen wir, beziehungsweise ich, noch ein bisschen üben. Ja, aber so... F5 war, glaube ich, hier... Ja, F5 war weiter, genau. So. Okay, oh, haha, Hilfe, Leute. Hilfe. Okay, achso, ich muss hier sogar lang. Ich muss hier sogar lang. Ich dachte, ich muss hier gar nicht lang. Auch gut. Perfekto. So, dann fahren wir hier mal raus. Wo ist denn der Ausgang? Also das hier sieht jetzt keiner, dass wir hier fahren. Das hat gar keiner gesehen. Och, das Spiel hängt bei mir mal wieder. Ja, es hängt schon öfter bei mir. Das wisst ihr aus dem, ich weiß nicht, ich glaube, das war beim letzten Video auch so. Könnte jedenfalls sein. Ja, egal. Ach, das ist ja auch gut. Das Ziel ist direkt noch hier auf diesem Gelände. Oh Mann. Oh, jetzt hängt meine, ihr kennt ja... Oder kennt ihr das hier? Ich habe ja diese Software, damit mein Avatar so dieser Waschbär ist. Und Junge, diese Software hängt jetzt. Ja, nicht wundern, Leute. Ist manchmal so. Kann man nichts dran ändern. Sollen wir das so machen? Ja, machen wir mal so. Da kriegen wir 15x oder... Ja, ist das EP? EP heißt das, glaube ich, hier. So, gut. Oh, warum hängt diese Software jetzt? Mann, egal. Egal. So, gut. Oh, wir müssen... Okay, okay. Was muss ich jetzt so in T, oder? Ja, T ist richtig. Och, Mann! Warum? Warum kann ich das nicht? Ich kann das nicht mehr. Jetzt. T, okay. Und funktioniert das? Passiert da noch was? Ah, es passiert wirklich was. Ach, jetzt sind wir fertig mit dem Auftrag. Gut. Fortfahren. Wir sind noch Neuling, genau. Wie in echt. Also, ich würde sagen, heute in diesem Video machen wir jetzt so Tutorial und erstellen so ein bisschen unser Unternehmen. Ich glaube, da müssen wir noch was machen gleich. Und die erste Route, ach, jetzt geht's los. Die erste Route machen wir dann im nächsten Video. Aber das Video ist natürlich jetzt noch nicht zu Ende, also nicht fragen jetzt. Okay, ich glaube, es geht jetzt weiter. Könnte ich mir jedenfalls gut vorstellen. Hängt immer noch ein bisschen, aber egal. So, okay, ich soll Eingabe drücken oder mit der Maus. Okay, ich drücke Eingabe. Okay, das ist deine Firmenzentrale. Ja, die sieht ja schön aus, schön. Ja, shit, shit, shit. Okay, eine sehr schlichte Garage, genau nichts Besonderes, aber immerhin ein Anfang. Ja, da hast du recht. Leider hast du noch nichts, was du dort abstellen könntest, deswegen kannst du hier auch keine LKWs sehen. Ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht, ne? Okay, hast du erstmal genug Geld verdient und dir eine Zugmaschine gekauft, so kannst du dich frei bewegen und dein Geschäft von hier betreiben. Okay, mache ich. Viel Glück. Ja, danke schön. Gut, also was muss ich jetzt machen? Hallo, was muss ich jetzt machen? Okay,
check nicht. Was muss ich jetzt machen? Leute, muss ich warten? Ich glaube, ich muss warten. Okay, ja, hier sind wir im Startmenü. Hier kann ich fahren. Hier wähle den nächsten Auftrag. Nee, ich möchte jetzt noch keinen Auftrag machen. Okay, hier kannst du einen Fortschritt sehen, da an der Seite. Ja, und hier unten, das kenne ich schon, da kommt dann ein Menü, wo man halt so LKWs, keine Ahnung, da kann man auch Angestellte und sowas einstellen. Genau, aber das machen wir im nächsten Video. Genau, Leute, dann würde ich sagen, was das für heute mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal und tschüss.